Herzlich willkommen hier im Kino des Deutschen Filmmuseums zu unserer Reihe Was tut sich im deutschen Film? Und ja, diese Reihe wird wie immer gestaltet in Kooperation mit Deutschlands führender Fachzeitschrift zum Thema Film. Das ist die EPD Film, die sitzt hier in Frankfurt. Und der Chefredakteur des Blattes, Rudolf Worschig, wird heute auch das Gespräch mit Sönke Wortmann führen. Ja, diese Reihe ist tatsächlich auch schon 10 Jahre alt. 2005 haben wir damit angefangen. Und ja, ich freue mich sehr, dass es so großen Anklang findet und auch ganz besonders, dass unser Kulturdezernent heute hier ist, Professor Dr. Lutz Semmelroth. Schön, dass Sie auch den Weg hierher gefunden haben. Felix, Entschuldigung. Naja, jetzt kann es ja nicht mehr schlimmer werden. Ich freue mich sehr. Diese Vorstellung ist wirklich was sehr, sehr Besonderes. Denn es ist die erste öffentliche Vorführung von Frau Müller muss weg. Das ist für uns auch etwas sehr Seltenes. Wir bemühen uns immer wieder, Previews zu bekommen, also vor dem Kinostart. Der Film startet nächste Woche Donnerstag und es ist uns eine große Freude. Vielen Dank an Konstantin Film, die das möglich gemacht haben und natürlich auch an Sönke Wortmann, den ich noch nicht nach vorne bitte, aber schon mal einen herzlichen Applaus. Schön, dass Sie hier sind. Dankeschön. Für alle, die noch nie bei uns waren, es gibt ja doch vielleicht das eine oder andere neue Gesicht, generell hier im Kino des Filmmuseums wird keine Werbung gezeigt, sondern wir zeigen einen Vorfilm bei dieser Reihe. Einen Film, den wir ausgewählt haben, der thematisch passen soll. Inwieweit das dann klappt, das können Sie gleich selbst entscheiden. Der heutige Film heißt Der Schüler und der Name ist das Programm dann natürlich auch. Der Film ist 7 Minuten lang und hat 2003 den Deutschen Kurzfilmpreis gewonnen, ist also mit einigen Ehren ausgezeichnet. Regie führt Edina Konzek und gleich danach stelle ich Ihnen dann Sönke Wortmann vor. Bis nachher, viel Spaß. Ja, das war Der Schüler und ja, gleich wird sich der Fokus etwas verschieben hin zu den Eltern, das werden Sie gleich sehen. Aber ich möchte Ihnen zunächst noch den Regisseur vorstellen, den wir heute zu Gast haben, denn normalerweise, wenn Sie öfters bei uns in dieser Reihe sind, dann wissen Sie, ich stelle immer so die ein, zwei bekanntesten Filme vor. Das ist aber nahezu unmöglich, weil eigentlich alle Filme sind hervorragend und bekannt. Ich möchte mal ein paar davon wenigstens vorlesen. Kleine Haie 1992, Der bewegte Mann 1994, Das Supervibe 1996, Der Campus 1998, Der Himmel von Hollywood in den USA, dann Das Wunder von Bern 2003, Deutschland ein Sommermärchen, Die Päpstin, Das Hochzeitsvideo und Schoßgebete. Begrüßen Sie einen der wunderbarsten Regisseure des deutschen Kinos, Sönke Wortmann. Herzlich willkommen. Danke. Guten Abend. So ein Film dabei, das Superweib. Ich war jung und brauchte das Geld. Ich wusste nicht, dass du das jetzt hier erwähnst. Aber auch ein Riesenerfolg. Das ist ja, das, was nicht alles, was wichtig ist. Okay. Naja, interessant. Das hätten wir vorher üben müssen, glaube ich. Werden wir gleich nachher nochmal drüber reden. Ja. Genau. Aber jetzt, das ist der neue Film. Und ist man da noch aufgeregt nach all diesen Jahren des Filmemachens, wenn dann so ein Film wieder neu ins Kino kommt? Ja, man ist, weil es wäre auch schade, wenn es anders wäre. Also ich habe natürlich großes Lampenfieber und ich weiß nicht, ob du es vorhin schon gesagt hast, es ist wirklich zum ersten Mal, dass dieser Film in der Öffentlichkeit gezeigt wird, vor Publikum, deswegen bin ich ein bisschen nervös. Aber das kriegen wir schon hin. Ich gehe auch gleich, weil ich kenne den Film ja schon und sie denken jetzt vielleicht, oh, der Regisseur ist da, ist eine Komödie, jetzt müssen wir lachen, damit er nicht traurig wird oder so. Und müssen sie dann nicht. Also ich bin nicht da und komme aber später, stelle mich ihren kritischen Fragen und dem von EPD Film. Ich habe gehört, Sie gucken sich immer nur den Film einmal an und dann nie wieder. Nee, nicht ganz, aber es stimmt so ungefähr. Also die Premiere mache ich noch, die ist nächsten Montag in Köln. Und danach deswegen nie wieder, weil ich dann immer nur das sehe, was ich hätte besser machen können. Und das ist sehr frustrierend. Auch manches manchmal mehr, manchmal weniger, aber es ist immer was dabei und dann ärgere ich mich und dann beschäftige ich mich lieber mit dem nächsten Film. Wir werden gleich ein wunderbares Cast sehen, ganz viele tolle Schauspieler, die bei diesem Ensemble-Film, kann man eigentlich sagen, mitwirken. Und was mich noch interessieren würde, bevor es losgeht, wie kommt man an diese Schauspieler? Gibt es da ein traditionelles Casting noch oder läuft das anders ab?
ab einem gewissen Zeitpunkt. Ja, also es kommt ein bisschen auf das, auf den Standing der Schauspieler an. Also mit Anke Engelke muss man kein Casting mehr machen. Also entweder man findet die gut oder nicht. Ich kenne auch niemanden, der die nicht gut findet. Für mich ist die auch also mit die Beste ihrer Generation, finde ich schon. Und ja, vielleicht sollte ich noch erwähnen, das Ganze basiert auf einem Theaterstück von Lutz Hübner, was ich selber mal in Berlin am Gripstheater gemacht habe als Regisseur vor mittlerweile 3 Jahren. Ich wusste aber immer, dass ich auch einen Film draus machen möchte. Das Stück war ein großer Erfolg am Theater in Berlin und ich dachte, es liegt vielleicht an meiner Inszenierung. War aber nicht so, weil es in allen anderen Städten auch ein großer Erfolg war. Es liegt also am Stück, am Thema und an den großartigen Dialogen, die da vorkommen, wie ich finde. Und ja, den Rest besprechen wir vielleicht danach. Ne? Genau, und ich bin ganz sicher, dass Sie auch lachen können, wenn wir gerade nicht im Raum sind. Ganz herzlichen Dank, Sönke Wortmann. Wir sehen Sie nachher gleich wieder. Dankeschön, herzlichen Applaus. Viel Spaß. Genau, und das noch der obligatorische Hinweis. Sie haben es mitbekommen, nachher wird dann das Gespräch stattfinden. Also warten Sie den Abspann ab und dann sind wir auch gleich da fürs Gespräch. Viel Vergnügen. Und Sie können Ihre Handys nach dem Film wieder anmachen, wollte ich sagen. Sehr guter Hinweis. Ja? Bis nachher. Bitte begrüßen Sie Sönke Wortmann nochmal hier bei uns. Großen Applaus. Da kommt er. Und Rudolf Borschech, der das Gespräch führt. Ich war natürlich nicht weg. Waren die oder nur kurz. Ich war natürlich neugierig, wie es läuft. Aber ich wollte vorher den Druck rausnehmen. Waren die Lacher an den richtigen Stellen? Ja, und vor allem, was ich ja in einer Komödie wichtig finde, die Schweigeminuten waren an den richtigen Stellen. Das ist ja immer auch ein bisschen ernst, soll es ja auch sein. Aber als Justus sich Sorgen da um seine Zukunft, in Zukunft seiner Tochter macht und auch Alvara Höfels, also Katja Grabowski, von ihrem autistischen Sohn erzählt, da war auch ruhig und das soll auch so sein. Apropos Justus, gleich meine erste Frage, die ich eigentlich später stellen wollte, aber über das Casting wurde ja schon erzählt. Ich kann mir vorstellen, dass Justus von Donani und Anke Engelke sehr dominante Schauspieler sind. Sie kommen zumindest manchmal rüber, so richtig als Rampensäue. Ist das so oder täusche ich mich da? Sie täuschen sich. Ja. Und wie war die Arbeit mit Ihnen? Ja, aber gerade die beiden, weil Sie die erwähnen, also es war das Gegenteil von Rampensau. Das sind solche Teamplayer gewesen, wie man es sich nicht schöner wünschen kann. Vielleicht denkt man, das sind auch die Vorurteile, dass Schauspieler, die in diesen Rollen dann spielen, dann wird das leicht verwechselt auch mit den wirklichen Personen. Und das ist aber nicht richtig. Okay. Und vielleicht eine grundsätzliche Frage. Es wurde ja schon erwähnt, dass Sie das Stück vor 3 Jahren beim Gripstheater inszeniert haben. Was hat Sie so fasziniert quasi an dem Stoff, dass Sie das machen wollten und dann auch als Film umsetzen wollten? Ja, was hat mich fasziniert? Also eigene Elternabende vielleicht? Nee. Also ich habe ja Glück gehabt in der Schule, in der meine Kinder sind, da ist es ziemlich okay. Natürlich dauern Elternabende länger, als sie müssten, aber 2-mal im Jahr kann man das schon machen, finde ich. Und es ist immer so, nach 2 Stunden, man denkt, man hat es geschafft, aber dann kommt doch einer, der die ganze Zeit nichts gesagt hat und meldet sich. Und dann kommt ein ganz wichtiges Thema noch. Meistens auch gerne mittwochs, wenn Champions League anfängt. Aber da muss man dann durch 2-mal im Jahr. Und ansonsten habe ich aber die Prototypen kenne ich alle, dieser Figuren, aber sie sind bei uns an der Schule lange nicht so ausgeprägt. Aber Lutz Hübner, der das geschrieben hat, hat erzählt, er kennt die alle. Der ist, also seine Tochter ist im Osten Berlins geht die zur Schule und da gibt es auch diese Ost-West-Problematik noch, hat er mir versichert und das glaube ich auch. Apropos Ost-West-Problematik, also ich habe ja das Stück
gescannt, wie man neudeutsch sagt, schriftlich, habe es aber in Ihrer Aufführung beim Krippstheater nicht gesehen. Aber da wurde, glaube ich, die Ost-West-Anspielung weggelassen in Berlin, oder? Nee, war auch noch da. Also da spielte das Stück, weil wir in Berlin waren, spielte in Köpenick, im Stadtteil Köpenick, was ja zum Osten, also ist der weitesten, ziemlich so mit am weitesten ostige Stadtteil, wo Union Berlin in der zweiten Bundesliga spielt. Und insofern gibt es diese Problematik da genauso, aber wir haben es eben nicht in Dresden spielen lassen, das war von Berlin auch zu weit weg. Original spielt es tatsächlich, die Welturführung des Stücks war in Dresden und ist auch für das Theater in Dresden geschrieben worden. Was, wie gesagt, ich habe es gescannt, ich glaube, die Dialoge sind weitgehend übernommen von der Bühnenfassung. Ja. Was habt ihr verändert? Wo habt ihr quasi zugespitzt? Ich glaube, es spielt ja eigentlich nur in einem Klassenraum, ne? Ja, das Theaterstück spielt nur in einem Klassenraum. An den Dialogen haben wir eigentlich fast gar nichts geändert. Das war auch eins der Dinge, die mir so gefallen haben an dem Stück. Ich habe selten so gute Dialoge gelesen, für meinen Geschmack. Und da sind so ein paar Sätze dabei, da jubel ich immer noch, wenn ich die sehe. Meistens von Anke Engelke gesprochen. Ja, also ist das ein Arbeiter- und Spätschaden auf eurer Genkarte oder woher kommt das? Gut finde ich auch Ken Duken. Die Arbeitslosen und Hausfrauen sind idealistisch, glaube ich, und die Berufstätigen pragmatisch. Und jetzt fragt euch mal, woran das liegt. Das finde ich auch so. Und davon finde ich da ganz viele und das hat großen Spaß gemacht, daran zu arbeiten, damit zu arbeiten. Und es blockt. Es ploppt. Ich verstehe mich, wenn ich so weit weg bin. Ich muss wieder näher hingehen. Zum Beispiel die Schwimmbadszene hat es ja im Stück nicht gegeben. Nee, die hat es nicht gegeben. Das ist jetzt Wortmann quasi. Ja, schon. Also wir haben natürlich versucht, für einen Film möglichst oft aus dem Klassenzimmer wieder rauszugehen, damit es auch optisch ein bisschen interessanter wird. Trotzdem, der Mikrokosmos Schule bleibt ja bestehen. Also wenn die einmal drin sind, dann kommen sie auch nicht wieder raus. Außer ganz am Schluss eben den Chor, den gab es auf dem Theater auch nicht. Aber das hat mir dann auch, das fand ich auch dann schön. Irgendwann hat mal einer gesagt, das hört so traurig aus, wir müssen uns noch was einfallen lassen. Das ist irgendwie. Und dann zu erzählen, was aus den Kindern geworden sein wird, war tatsächlich mal eine Idee eines Produzenten. Und das haben wir dann so gemacht. Das fand ich schon die richtige Entscheidung. Der Urs hat mich gerade darauf aufmerksam gemacht, dass der Film ja aufhört, wie einer ihrer ersten Filme, Kleine Haie, anfängt. War das mit dem Chor? Bei Kleine Haie ist es der Chor der Bergwerksmänner. War das eine bewusste Selbstreferenz oder musste das in dem Film so sein? Nee, es war keine bewusst, also es war natürlich eine bewusste Entscheidung, aber jetzt, ich wollte mich nicht selber zitieren, sondern ich liebe Chöre, ich finde das, und ich liebe Kinderchöre. Und wenn immer ich ein Drehbuch lese, dann überlege ich, ob ich dann Chor unterbringen kann. Und das war bei Kleinen Haie damals auch so, schon so. Und aber von dem Chor ist immer die Rede und ich finde es einen schönen Abschluss, wenn man nochmal zum ersten Mal die Kinder sieht, von denen immer nur die Rede ist. Und es war immer, die Aufgabe war auch, die Kinder so zu besetzen, dass man sofort auch weiß, wer ist. Also bei Fritz ist relativ leicht mit dem blauen Auge, aber bei den anderen, ich glaube, man weiß es dann schon. Und das ist auch, wenn ich mal ein Kompliment machen darf, auch quasi filmisch sehr schön, wie sich das alles über die Blicke erzählt. Sie guckt da hoch im Publikum, Justus Donani und die andere. Nee, sehr geschickt. Wieso wurde CinemaScope verwendet für doch eher ein Kammerspiel? Weil wir machen immer CinemaScope, egal was, weil das einfach kinomäßiger aussieht. Für diejenigen, die sich technisch nicht so auskennen, also je breiter das Bild ist, es gibt verschiedene Abmessungen, also so 16:9 Fernseher ist nicht gut im Kino, prangern wir an. Also je breiter, desto besser und deswegen CinemaScope.
Daran könnte man noch eine weitergehende Frage anschließen. Sie haben ja eigentlich relativ wenig Fernsehen gemacht. Die meisten Filme sind ja Kinofilme. War das bewusst oder waren Sie einfach in der glücklichen Lage, das machen zu können? Oder warum? Ja, ich war in der glücklichen Lage. Okay. Und man verdient auch mehr Geld. Echt? Ja, die Gagen sind wesentlich höher. Und das ist jetzt ein bisschen im Scherz, aber ich denke schon, dass das also Kinofilm eigentlich so die Königsdisziplin ist in meinem Beruf. Ich bin früher viel ins Kino gegangen und habe mal relativ wenig Fernsehen geguckt. Okay. Und irgendwann wollte ich das dann und bin sehr froh, dass ich auch das machen kann, so wie ich das tue und davon auch leben kann. Mhm. Ab und zu Theater machen kann und ab und zu Werbefilme und die Mischung ist für mich optimal. Hm. Sind die Filme denn in Kooperation mit Sendern entstanden? Eher jetzt glaube ich nicht. Also im Abspann stand da jetzt nichts. Doch, ProSieben. Pictures, genau. Ja, genau. Und vorne steht es auch. Es ist immer so, dass, oder fast immer so, dass so der normale deutsche Kinofilm ist immer mit Fernsehbeteiligung. Das ist ein Teil der Finanzierung, die man auch braucht. Dafür sichern sich die Sender dann das Ausstrahlungsrecht. So ist es meistens. Mhm. Und natürlich gibt es dann auch Filme, die jetzt keine Förderung oder keinen Sender dabei haben, aber trotzdem gedreht werden, was ja auch richtig ist. Da ist es anders, aber das ist dann auch relativ schwer. Also man kann Leute nicht bezahlen oder nicht genug bezahlen und das finde ich immer relativ ungut. Mhm. Der Film ist ja quasi auch so ein, wie soll ich sagen, Anti-Fuck-You-Goethe. Der geht ja jetzt sehr positiv mit der Lehrerin um. Also sie ist sehr loyal zu ihren Kindern, sehr integer. Ich bin mir nicht sicher, wie ich das finden soll, sagen wir mal so. Da nickt auch jemand. klar. Es gibt auch gute Lehrer. Glaube ich auch. Hatte ich. Muss ich dazu sagen, dann ich auch. Ich hatte auch schlechte Lehrer, das ist ja in jedem Beruf so, das hat auch mit Talent zu tun. Man muss halt natürlich auch sehen, dass die Eltern so gruselig teilweise sind, dass da die Blinde, die Einäugige, die unter den Blinden da im Vorteil ist, die macht natürlich auch Fehler, ja, und wie sie die Eltern dann angeht, natürlich ist die wütend, aber was sie dann erzählt, über ADS und so sollte man auch nicht sagen, ja, aber die hat eine gewisse Moral am Schluss, ist ja nicht die moralischste Person und entschuldigt sich sogar dafür, was den anderen peinlich sein müsste. Aber sie kommt vergleichsweise gut weg, aber das kann man kann auch mal eine sympathische Lehrerin zeigen, finde ich. Hm. Die viele Ihrer Filme sind ja Komödien und Sie gelten ja auch als Komödienregisseur. Welche Art von Komik mögen Sie am liebsten, sage ich jetzt mal hier in dem Film, gerade die Schwimmbadszene, das war ja Slapstick, ist es Slapstick oder Lakonie, was immer? Ja, Slapstick fand ich es ja nicht, sondern ich fand das, ne, Slapstick geht für mich noch anders, also wesentlich mehr auf die 12. Wie sie das spielt, finde ich großartig. Ja, super. Also man muss das mal, das können nicht viele, sozusagen das Gespräch des anderen mitzuspielen, dass man das als Zuschauer so präsent hat. Die kann das und wenn sie genau hingeguckt haben, es war auch fast nicht geschnitten, also es war in einem durchgespielt und deswegen fand ich das nicht so slapstickig. Humor ist ja auch immer Geschmackssache. Ich war immer sehr, sehr früh beeinflusst von Loriot, fand ich toll, und Gerhard Polt. Das waren so in Deutschland meine Helden. Und in England, wo man natürlich humormäßig gerne mal hinguckt, war das Monty Python. Und das war Slapstick zum Teil. Gut aber, genau. Ja. Sie
gehören ja auch zu den erfolgreichsten deutschen Autoren. Es wurde ja vorhin schon, Ihre Karriere begann ja auch quasi mit, wie soll ich sagen, einem Donnerschlag mit Kleiner Haie, der hat auch den Deutschen Filmpreis gewonnen, glaube ich. Und Der bewegte Mann, ein Riesenerfolg. Wie groß ist da der Druck, dass man wieder einen Erfolg bringen muss? Der ist lange nicht so groß, wie man denken könnte, weil umgekehrt wäre es schlimmer gewesen. Also wenn man die ersten Filme so macht und keinen Erfolg hat, dann ist man auch schnell am Ende und kriegt auch keine Filme mehr finanziert. Und da war der Druck wesentlich größer. Ich habe mir dann mittlerweile so einen gewissen Status erarbeitet. Das heißt, ich kann mir, glaube ich, 3 Flops leisten, dann geht es auch mir an den Kragen. 2 habe ich gerade hinter mir, deswegen ist der Film ziemlich entscheidend für mich. Danach habe ich, vielleicht noch eine Chance, aber vielleicht, eine werde ich noch haben, aber wenn der Film schnell finanziert wird und der noch nicht gefloppt ist, dann darf ich nochmal. Aber dann ist auch vorbei und dann muss ich überlegen, was ich mache. Ja, Schlussgebete, muss ich zugeben, habe ich leider verpasst im Kino, aber ich habe Hochzeitsvideo gesehen, was ja quasi auch so eine Art Anti-Film zu dem war, also mit vollkommen unbekannten Schauspielern. Da geht es, wenn da nicht viele Leute drin waren, nur die Handlung am Rande, da geht es ja, wahrscheinlich hat es keiner gesehen hier im Saal. Entgleisende Hochzeit, gewissermaßen über mehrere Tage beobachtet, immer aus der Perspektive des bzw. derjenigen, die diese Hochzeit filmt. Das waren ja alles Theaterschauspieler, glaube ich, in diesem Film. Ja, ja, und vor allem waren sie unbekannt, das war mir wichtig in dem Film, weil wir wollten eigentlich es gibt ein neues Genre, das nennt sich Found Footage, wo ein Film so tut, als ist er echt, als das, was da passiert, ist wirklich passiert. Insofern hat der Hochzeitsfilmer, das gibt es ja ganz oft, dass jemand die Hochzeit filmt, das war der Trauzeuge in dem Fall, wir haben alles konsequent durch seine Kamera dann gezeigt, als ob das wirklich so passiert wäre. Dazu braucht man natürlich unbekannte Schauspieler, mit denen ich aber immer sehr gerne arbeite, weil die haben halt gut gepasst, aber ich brauche da keine Stars, finde ich, um einen Film zu machen. Und das war halt das Hochzeitsvideo, fast ein Experimentalfilm. Ja. Und das hat im Nachhinein kein Wunder, dass es nicht geklappt hat, weil das wollen die Leute dann doch nicht sehen, letztendlich. Und ich finde es aber okay, dass man sowas versucht. Also für mich selber habe ich schon den Anspruch, auch Dinge auszuprobieren oder auch verschiedene Genres auszuprobieren und nicht der bewegte Mann 2 bis 7 zu machen, um dann auf der sicheren Seite zu sein. Deswegen gibt es so Filme und es gibt auch ganz andere, es gibt auch Kostümschinken wie die Päpstin, was mir auch riesig Spaß gemacht hat. Aber das ist das, was ich immer wollte, verschiedene Genres auszuprobieren und bin froh, dass ich das so machen kann. Ein Film, der auch irgendwie nicht gut ins Kino kam, Ich hacke jetzt so ein bisschen auf den, der aber auch wirklich nicht schlecht ist, ist Der Himmel von Hollywood mit den 3 großen Schauspielern, Tom Berenger, Rod Steiger und wer war der dritte? Burt Reynolds, genau, der in den USA gedreht wurde und ich glaube 2 Jahre nach den Dreharbeiten erst zu uns in die Kinos kam. Wie war es, in Amerika zu arbeiten, anders als hier? Ich habe mal ein Interview mit einem Kameramann gemacht, Jost Vacano, der hat gesagt, wenn man in Deutschland als Kameramann ankommt, dann kommt ein VW-Bus mit Lampen und in Amerika kommen 2 Sattelschlepper gewissermaßen. War das so? Ist das so? Arbeitet man dort anders? Wie war die Erfahrung und wieso ging es nicht weiter? Ja, das hat alles seine Gründe. Also das mit den Sattelschleppern stimmt schon, ist aber auch ein Zeichen für so einen gewissen Gigantonismus, den dieses Land immer ganz oft in sich trägt, auch im Film. Mir hat das aus 2 Gründen nicht so einen Spaß gemacht wie hier. Einmal war das hat mir Oliver Hirschpiegel mal schön formuliert, ein Regiekollege, der hat gesagt, wenn man in Deutschland einen Film dreht, dann geht es zu 95% um den Film und zu 5% um andere Dinge. Und in Amerika wäre das 50-50. Die anderen Dinge sind dann so wie, habe ich einen größeren Wohnwagen als der Kollege? Das gab es wirklich alles. Ja?
Und dann gab es irgendwie eine Textänderung, einen Vorschlag von einer Schauspielerin, den ich gut fand. Dann war es aber, weil es ein Vorschlag von der Schauspielerin war, durfte es auf keinen Fall dann gemacht werden. Dann riefen Agenten an, so kann man mit dem nicht umgehen. Also es war relativ grausam. Es ging halt um ja, Pissing Contest, heißt es, ja, auf Englisch. Wer kann am weitesten? Und das finde ich so. Für diesen schönen Beruf, den alle haben, ja, und die verdienen ja auch wahnsinnig viel Geld da. Es gab einen Schauspieler, der heißt James Caan. Mhm. Kennt ihr den noch? Der hat mal im Paten, war das der älteste Sohn, den kennt heute keiner mehr. Den wollten wir haben für eine Rolle. Dann hat er gesagt, das weiß ich dann von den Produzenten, $1 Million. Seid ihr bekloppt, $1 Million? Den kennt doch keiner mehr, den kriegen wir dort. Nein, $1 Million. Und dann ist es daran gescheitert, dass er die $1 Million für 3 Wochen haben wollte, wir ihn aber 4 Wochen gebraucht hätten. Und dann ist er wieder abgesprungen. Ich arbeite doch nicht für 4 Wochen für $1 Million. So. Und das ist ungefähr, das ist der eine Grund, alles, was damit zusammenhängt. Und der andere ist, dass ich mich in der Sprache, obwohl ich ganz gut Englisch spreche, nicht so sicher fühle, wie ich mich gerne fühlen würde. Also gerade hier so ein Dialogfilm, da fühle ich mich dann in Deutsch sicher. In Englisch ist immer so eine Restunsicherheit, ob das dann auch gut ist. Eine Sache, das ist ganz lustig. Rod Steiger ist eine Legende. Eigentlich kann ich viel Dönerkes erzählen, von daher fällt mir jetzt ein. Geh mit. Also Burt Reynolds brachte ein Buch mit, das hieß American Heroes, und da war er drin und auch so ein paar andere. Und am nächsten Tag brachte Rod Steiger ein Buch mit, das hieß Living Legends. aber was wollte ich jetzt erzählen? Wir redeten nur so, wie es überhaupt war. War es mit diesen Männlein schwieriger als mit den Schauspielerinnen und Schauspielern? Viel. Ja, ich hatte mit 3 so richtig Schwergewichten und Burt Reynolds sagte eines Tages, nee, Rod Steiger war es auch und sagte, wenn du uns 3 überlebst, dann überlebst du hier alles. So, ne? Und ich hatte immer das Glück, dass 2 von den 3 an den jeweiligen Tagen immer gut drauf waren und den 3. so mitgenommen haben. aber es war schwierig. Jetzt habe ich vergessen, was ich eigentlich sagen wollte. Kommen wir noch drauf. Apropos der bewegte Mann 2 gewissermaßen, den Sie ja nicht machen wollten. Deutschland, ein Sommermärchen, was ja auch einer Ihrer bekanntesten Filme ist, da wollten Sie auch nicht mehr ran, 2010 und 2014. Nee, ich wollte keinen Film mehr. Ich hätte gerne mitgespielt in Brasilien. Aber als was eigentlich? Ich war nicht nominiert. ich meine, auf welcher Position? Ach so, 6er. Okay. Da war das Angebot zu groß, schon im Kader. Aber es war mir klar, dass das Deutschland Sommermärchen eine einmalige Sache sein sollte. Und ich bin auch immer noch der Meinung, dass es richtig ist, also richtig die richtige Entscheidung war. Mhm. Die haben mich gar nicht gefragt, sondern das hat sich dann so ergeben, dass sie doch einen Film gemacht haben. Und aber Ihre Firma hat noch ein bisschen bei der Mannschaft irgendwie mitgemacht, aber das nicht davor, sondern... Nee, die mussten schnell fertig werden und unsere Firma kannte sich ja aus, wie man solche Filme relativ schnell und auch gut dann... in die Post-Production bringt, das haben wir dann gemacht, weil wir die kennen. Aber ansonsten haben wir mit dem Film nichts zu tun. Es wird auch keinen weiteren Fußballfilm mehr geben? Ich glaube nicht, nee. Also der ist jetzt auch, der hat auch jetzt, war nicht so erfolgreich, wie man sich das gewünscht hätte. Die Mannschaft. Im Fernsehen lief der, glaube ich, ganz gut. Ja. Er brauchte 7,000 Millionen Besucher, glaube ich. Kein zweites Mal, ja. Ich gehörte ja auch dazu. Wie ein zweites Mal, was? Ja, nee, das ist richtig. Irgendwann hat es auch jeder gesehen, der ihn sehen will, und dann ist auch gut. Also wie gesagt, Schoßgebete kenne ich nicht, aber das Hochzeitsvideo war ja auch eher ein kleiner Film.
Das doch aber eigentlich auch, würde ich sagen. Und Sie haben ja auch ganz große Filme gemacht. Die Päpstin war ein riesen Ausstattungsfilm. Mhm. Was machen Sie lieber? Kleinere oder größere Filme? Beides. Also ja, also gerne immer abwechselnd, wenn es geht. Ich habe jetzt zwei oder drei relativ kleine gemacht. Ich hätte schon mal Lust wieder auf so ein Kostüm schinken. Aber das wird in Deutschland auch selten gemacht, weil es ja auch sehr teuer ist und es schwierig ist, wieder einzuspielen. Es klappt eigentlich nur, wenn es so ein Bestseller auch dahinter ist. Aber im Moment ist es nicht geplant. Und da Sie viele Komödien gemacht haben, verfolgen Sie eigentlich so die Weiterentwicklung der Komödie in Deutschland? Wir hatten in letzter Zeit sehr viele Leute aus dem Umfeld, so von German Mumblecore. Gucken Sie sowas? Was meinen Sie zu aktuellen deutschen Komödien, neben den Ihrigen? Ja, also ich bin ja gar nicht so. Ja, ich bin schon so in der Komödienecke immer noch drin, aber ich jetzt durch den Film vielleicht auch wieder, aber ich habe das jetzt nie so genrespezifisch gesehen. Mhm. Und ich hab, was mich immer gefreut hat, ist die Entwicklung des deutschen Films insgesamt. Die war ja vor 20 Jahren, gab es einen Marktanteil von so 5% ungefähr. Es war eine reine Nischenveranstaltung. Heute geht jeder vierte Besucher in einen deutschen Film, also 25%, was ich ja schön finde erstmal. Und dann nicht nur in diese Komödien, sondern auch eben auch andere Filme. Es gibt ganz tolle Filmemacher, also Regisseurinnen, Regisseure, Filme, wie ich finde, die auch international Preise gewinnen. Mir gefällt die Bandbreite ganz gut. Und dazu gehört auch die Komödie und da gibt es wie immer gute und nicht so gute. Sie haben ja auch selbst eine Firma, Little Shark, und produzieren auch Filme. Wie wählt man da die Projekte aus? Ob es einem gefällt, auf Marktauglichkeit oder wie immer? Naja, erstmal, ob es einem gefällt. Und dann muss man sich schon die Frage stellen, bin ich dann wohl der Einzige, dem es gefällt, wenn es fertig ist, oder könnte es noch ein paar Leute interessieren? Weil ich will ja auch, es ist ja, gerade Kino ist ja auch fürs Publikum. Mhm. Ja, also es gibt ja nichts Schöneres als einen vollen Kinosaal. Noch schöner ist, wenn er 900 Plätze hat und auch voll ist. Das ist noch schöner als 130 Plätze. 33. Okay. Danke. Also das spielt beides eine Rolle. Aber ich habe mein erster Film, den ich produziert habe, den kennen vielleicht viele, Lambok heißt der, ist ein sehr beliebter Film geworden. Da bin ich ganz stolz drauf. Weil ich habe mal überlegt, ich wollte irgendwann mal einen zweiten Teil von Kleine Haie machen, 10 Jahre später, und gucken, was aus dem geworden ist. Und habe dann einen Autoren gesucht dafür. Und dann hat mir Christian Zübert als Leseprobe nämlich Lambok geschickt. Und ich war so begeistert, dass wir so unbedingt machen. Und die Leute haben immer gesagt, dass ich das selber machen soll. Und ich habe gesagt, nee, da bin ich nicht der Richtige dafür. Ich bin schon zu routiniert. Und der Film, der braucht Ecken und Kanten. Also der darf nicht rund sein, sondern so unbehauen daherkommen. Und habe den Autor dann überredet, auch Regie zu machen bei dem Film. Der hat sich lange gewehrt. Und irgendwann hat er gesagt, na gut, dann hat er so einen Schnellkurs gekriegt beim Kollegen am Set und hat dann diesen Film gemacht, ja, den ich, so wie er ist, einfach großartig finde. Es war auch ein großer Erfolg. Und er ist heute ein anerkannter, auch Kinoregisseur, hat jetzt wieder einen Film gemacht, wie hieß der, Weg, Hin und Weg. Genau, ja. Muss nur dich fragen, du bist das wandelnde Lexikon. Nein. Dann hat er es gab mal so eine Umfrage, der beste Tatort aller Zeiten. Und auf Platz 1 ein Film von Christian Zübert, so ein Bayern-Tatort mit so einer Staatsanwältin. Und dann Dreiviertelmond hat er gemacht mit Elmar Wepper. Und das alles nur, weil ich ihn überredet habe. Ja, es ist wirklich so. Was ja eigentlich auch heißen würde, man braucht keine Filmhochschulen. Sie haben ja auch in München studiert. War das wichtig, so als Karrierestart? Also für mich auf jeden Fall. Also ich glaube, dass die Karriere von Christian auch eher zufällig entstanden ist.
Aber ich bin ein großer Anhänger von Filmhochschulen. Ich glaube, da kann man was lernen. Und ich habe da so ein gewisses, ich hätte mich ja sonst nie getraut, überhaupt mal einen Film zu machen, also ich mir das nicht zugetraut hätte. Insofern war für mich so ein Start mit Kurzfilmen sehr gut und die haben ganz gut geklappt. Es fiel mir leicht, es hat mir Spaß gemacht. Und so bin ich erst auf die Idee gekommen, auch selber Regisseur werden zu wollen. Vielleicht noch eine letzte Frage von mir, bevor wir dann auf Ihre Anregungen und Kommentare bauen. Was ist das nächste Projekt? Ich weiß noch nicht so genau. Es ist noch nicht spruchreif. Okay. Ich kann auch nicht spruchreif, also worauf ich Lust habe, ist, es gibt einen in Bochum weltberühmten Autor, der ist Frank Gosen, in dessen Oeuvre arbeite ich mich gerade ein und der hat ein paar tolle Sachen geschrieben und wir wollen gucken, ob wir was zusammen kriegen. Also ich möchte einen Heimatfilm im Ruhrgebiet machen. Klingt gut. Sie kommen aus dem Ruhrgebiet. Nicht ganz? So, gibt es von Ihrer Seite aus Fragen? Kommentare. Dann komme ich kurz zu Ihnen mit dem Mikrofon. Ja, hallo. Also erstmal danke für den schönen Film. Und ich habe zwei Fragen. Das erste, wie lange haben Sie gesucht, um die Location zu finden? Die Grundschule und wo ist die? Die zweite Frage ist, einige Szenen haben auch mal hier meinen Nachbarn erinnert an Carnage, Roman Polanski. Also die Geschichte mit den Helikoptereltern, vielleicht auch das Setting natürlich, Kammerspiel. Haben Sie da auch mal ab und zu dran gedacht? Haben Sie den Film gesehen? Ich habe den Film gesehen. Das sind meine zwei Fragen. Ja, ich fange mal hinten an. Also Der Gott des Gemetzels heißt es auf Deutsch. Und der kam 2012 ins Kino und die Premiere des Theaterstücks war schon 2010. Also Es war nicht so, dass wir gesagt haben, oh, das ist aber was Schönes, sowas machen wir jetzt mal auf Deutsch, sondern das lief schon sehr, sehr parallel. Und ich habe mir den Film dann angeguckt und habe auch, ich fand den dann, wenn ich das sagen darf, ein bisschen überschätzt, weil es ist also ein Kritikerfilm. Ja. Und ich fand den nicht schlecht, aber irgendwann, so nach einer Stunde, fand ich das zu beengend, nur in einem Zimmer das spielen zu lassen. Ja, da fand ich es auch langweilig. Daraus habe ich dann gelernt, oder wir haben dann gelernt, möglichst auch wieder rauszugehen aus dem Klassenzimmer. Ja, also Turnhalle, Schwimmbad und so. Ich glaube, das ist optisch dann ganz gut. Und die erste Frage war? Die Location, ja. Ja, wir haben nicht so lange gesucht, also wir haben die in Köln gefunden. Das ist auch üblich so, also auch wenn ein Film woanders spielt und die Außenaufnahmen waren in Dresden und dann die Schule kann überall sein und die war in Köln, weil das natürlich den Film 100.000 Euro billiger macht, wenn nicht Hotel und so fürs ganze Team. Deswegen war es eine leerstehende Schule in Köln und es war super, ich konnte immer morgens zu Fuß zur Arbeit gehen. Und da ist jeden Tag. Also nicht heute hier, morgen da, sondern es war herrlich, in einer Location zu arbeiten. Kann man in Ihrer Position in Deutschland Filme so machen, wie man sie möchte? Sie sagen, dass die Schicksale der Kinder am Schluss eine Idee von den Produzenten war, die Ihnen ja gefallen hat. Aber gibt es da Ideen von Produzenten, die Ihnen nicht gefallen und die Sie trotzdem dann einbauen müssen? Nee, gibt es nicht. Und komischerweise gab es ja auch nie. Ich weiß nicht, ob ich da zu frech war früher. Ich habe mir da nicht rein. Ich habe nie was gemacht, was ich nicht wollte. Und auch wenn es versucht wurde, also ich höre mir mal gerne Ideen an von jedem und auch von Produzenten natürlich. Das sollte vorhin auch gar nicht so abfällig klingen. Die sind auch oft kreativ und haben gute Ideen. Aber es kann auch der Beleuchter sein, der die richtige Idee hat und dann machen wir das so. Aber es war nie so, dass ich gezwungen wurde, irgendwas zu machen. Auch den Versuch gab es auch gar nicht. Danke.
danke. Ich glaube, das Wort, das vorhin gesucht wurde, war nicht Slapstick, sondern Situationskomik, oder? Ich fand es Situationskomik mit Anke Engelke im Schwimmbad, die Szene. Ich habe eine Frage, und zwar, der Regisseur von Das Leben der Anderen hat immer geträumt, mit Angelina Jolie mal zu arbeiten, und das hat er dann auch realisiert. Haben Sie denn irgendeinen Schauspieler, eine Schauspielerin, die so auf Ihrer Liste steht, wo Sie denken, egal welcher Film, ich will mit denen mal was machen? Nee. Okay. Hab ich wirklich nicht. Anke Engelke war immer ein Wunsch von mir, aber ja, die hatte ich ja jetzt. Ich hatte sie alle bisher, die ich wollte. Sehr schön. Aber auch international fällt mir auch niemand ein. Also natürlich gibt es tolle Leute, ja. Aber nicht so, dass ich jetzt denke, mit dem oder... Ein Komponisten oder ein Kameramann, mit dem Sie immer mal zusammenarbeiten wollten? Nee. Okay. Das klingt jetzt ein bisschen komisch vielleicht, aber wir haben in Deutschland gerade Kameraleute, irrsinnig gute. Also da muss man so rein und dann hast du einen guten Kameramann. Das Komponisten auch. Das stehen noch ein paar auf der Liste, also Max Richter, ich weiß nicht, wer den kennt, da hätte ich mal, aber das sind jetzt nicht so, nicht das, wahrscheinlich nichts, was Sie meinten mit Ihrer Frage. Okay, gut, dann gehe ich mal weiter. Ich wollte mich bedanken für die Darstellung der Lehrerin und auch für den Satz, den Sie sagten, es gibt auch gute Lehrer, ja, vielen Dank dafür. Sie sind einer. Ich bin einer. an einer Grundhaupt- und Realschule hier in Frankfurt. Und ich werde unseren Grundschulkollegen empfehlen, diesen Film im ersten Elternabend der vierten Klassen zur Pflichtveranstaltung zu machen. Ja. Sind noch mehr Lehrer im Publikum? Und, du bist doch Schülerin. Nein, Entschuldigung. Ja. Eine Frage hätte ich noch. Wie gesagt, ich bin hier in Frankfurt Lehrer. Ich habe ungefähr 70-80% Schüler, Schülerinnen mit Migrationshintergrund. Ist das bewusst ausgespart worden oder weil es in Dresden spielt? Ich weiß es nicht. Naja, also im Stück war es nicht drin, insofern weiß ich jetzt nicht, ob er es bewusst ausgespart hat. Ich glaube, es wäre dann auch zu viel gewesen. Also es gibt ja es gibt ja ordentlich Konfliktstoff drin und der Ost-West-Konflikt, den ich auch sehr witzig finde, ich glaube, man hätte das ein bisschen, das hätte da drunter gelitten. Man kann, glaube ich, nicht alles auf einmal erzählen. Ja, also ein paar Lehrer sind schon noch da. Ne? Es war, beim Theater war immer lustig. Also im Gripstheater habe ich ein paar Vorstellungen gesehen und man wusste immer, es ist eine Lehrervorstellung oder es ist eine Elternvorstellung. Und zwar, wenn die Lehrerin reinkommt und den GEW-Kalender auf den Tisch legt, wenn es da Lacher gab, dann waren es immer die Lehrer. Und wenn es keinen gab, dann waren überwiegend Eltern da. Aber was mir gefallen hat, ist, irgendwann hat sich das rumgesprochen, dass man sich das mal angucken könnte. Und da haben sich also Eltern mit ihrem Lehrer verabredet, um gemeinsam dieses Stück zu gucken und dann darüber zu reden. Und das hat mir gefallen, weil die Situation ist ja verfahren. Ja? Also die Eltern haben keine Ahnung richtig, was passiert da in der Schule. Ja? Die Lehrer haben es auch schwer, finde ich schon. Also der Druck, der da aufgebaut wird, also auch die Eltern tragen ihre privaten Probleme auch mit in die Familie und in die Kinder. Und die sind wieder ins Gespräch gekommen, überhaupt mal. Und das war ganz toll zu sehen. Und das möchte der Film auch schaffen. Und wenn Sie das Ihren Kollegen empfehlen, dann könnten Sie dazu beitragen. Erstmal vielen herzlichen Dank für den wirklich tollen Film. Danke. Und dann habe ich eine Frage, wird das Theaterstück noch aufgeführt? Ja, es läuft in vielen Städten in Deutschland noch und in Berlin eben auch. Es ist weiterhin auf dem Programm
Und man muss jetzt gucken, was passiert. Also es kann sein, dass durch den Film, dass das keinen mehr interessiert oder auch das Gegenteil, ja, dass alle sagen, oh, der Film hat mir gefallen, jetzt gucke ich mir nochmal das Stück an, ne, oder lese nochmal ein Buch. Ist ja oft so, wenn man einen Film sieht, dass man dann das Buch nochmal liest. Das wird man dann sehen. Und in der Vorgeschichte von dem Film jetzt habe ich gehört oder gelesen, das weiß ich nicht mehr so genau, deswegen frage ich nochmal nach, hat im Theater auch Anke Engelke mitgespielt? Nee, gar nicht. Nee, es war ein völlig anderes Ensemble. Dankeschön. Gerne. Erst ganz oben, dann Sie. Sport muss sein. Danke. Ja, also erstmal, das war ein schöner Film, ja. Hat Spaß gemacht, den anzuschauen. Ich bin mit einer Lehrerin verheiratet. Höre also da einiges, was so läuft, und natürlich die Problematik mit den Erziehungen in die Schule, also den Lehrern praktisch die Erziehung aufbrummen, das ist ja gang und gäbe, was mich vom Filmtechnischen interessiert hätte. Dadurch, dass das ja eigentlich so ein Kammerspielcharakter hat, der Film, kann man den ja auch proben wie ein Theaterstück. Also würde mich mal interessieren, die Probenarbeit, wie die gelaufen ist und wie lange dann die effektive Dreharbeit war und was der Film, weiß ich, ob das geheim ist, was der für ein Budget hatte, würde mich mal interessieren. Der Film hat 3 Millionen Euro gekostet. Man denkt, hoch, warum denn so viel? Aber es ist dann doch, wenn Sie den Abspann gesehen haben, der dauert auch ewig, ja, da haben viele Leute mitgearbeitet. Und wie gesagt, vorhin mal beim Kinofilm sind die Gagen auch ein bisschen höher, also das, also 3 Millionen. Wir haben 21 Drehtage gehabt, was nicht sehr viel ist, aber mehr braucht man auch nicht, wenn man an einem Drehort quasi drehen kann. Und wir haben uns an 2 Wochenenden vorher getroffen und haben das, haben die Dialoge besprochen und alles geändert, wenn es was zu ändern gab. Und an jeden Tag haben wir angefangen mit 1 Stunde Proben. Und wir haben uns, und das war auch ein großer Vorteil bei diesem Film, wir konnten ja fast chronologisch drehen. Normalerweise dreht man immer so, man ist an einem bestimmten Drehort und dreht da alles, was da anfällt, Szene 2, Szene 40 und Szene 85. Und hier war das fast chronologisch und das war natürlich super. Man konnte proben, in 1 Stunde proben am Morgen, konnte man überlegen, wer steht wo, wer geht wohin und warum. Und dann haben wir das einfach gedreht, bis es dann, keine Ahnung, von 8 bis 6 oder so, ganz normale Arbeitszeiten auch, und sind gut durchgekommen. Hallo. Also Sie sagten, Sie drehen einen Film, weil Sie das Sujet, das Buch interessiert, weil es Ihnen gefällt. Aber der Film soll natürlich auch den Leuten gefallen. Welche Zielgruppe haben Sie jetzt eigentlich angepeilt mit diesem Film? Oder haben Sie überhaupt? Ich habe nie Zielgruppen. Ich sage immer, alle dürfen kommen. Aber ich weiß natürlich, dass es gibt eine Marketingabteilung und die denkt da anders. Und die Zielgruppe sind wohl in erster Linie Frauen zwischen 30 und 45. In erster Linie. Wurde mir gesagt. Ja, das sind die vielleicht, die gerade Kinder in dem Alter haben und so, ne? Wo ich ja immer denke, das ist Quatsch, weil entweder man hat Kinder im schulpflichtigen Alter oder man hatte Kinder im schulpflichtigen Alter oder man wird bald Kinder haben im schulpflichtigen Alter oder man war selber mal Kind. Irgendein Bezug wird man dazu haben. Oder man ist Lehrerin. Ja, der Film hat mir auch sehr gut gefallen, auf jeden Fall Spaß gemacht. Es hieß jetzt, dass das war die erste Vorführung und nächste Woche geht es irgendwie ins richtige Kino, also kommt er raus. Also Festivalauswertung gar nicht, und wenn nein, spielt es einfach keine Rolle mehr bei dem Stand, den Sie jetzt haben, oder wie ist das? Naja, also meine Filme sind, oder von dem, wenn ich davon reden darf, ich finde er nicht so Festival geeignet, weil das Festival ist ja immer international und da wird so viel geredet, da kommt man mit den Untertiteln gar nicht klar. Also man hat schon überlegt, doch, ist so. Die rumänischen Filme sind auch sehr dialoglastig und sind trotzdem auf Festivals sehr erfolgreich. Das ist ja schon in einer Aussage 2 Dinge, die ich nicht glaube. Aber ich kenne mich im rumänischen Film auch zu wenig aus.
Ja, sind die Wege? Ja, natürlich, mein Preis gewonnen, ich weiß. Ja. Nein, aber sicher auch verdient. Aber ja, aber es ist natürlich ein Punkt. Also, wenn ich das so sagen darf, gerade Berlinale, es hat sich ein bisschen gebessert, aber früher haben die Leute gehofft, dass sie nichts gewinnen auf der Berlinale, weil es automatisch nach einem Film schmeckt, der nicht unterhaltsam ist. Da nickt schon jemand, ist wirklich so. Also, ich habe mir früher, als ich noch ins Kino gegangen bin und noch Kritiken gelesen habe, da gab es immer zwei, also da stand gerne mal atmosphärisch dicht. Und wenn ich das gelesen habe, da wusste ich, ich werd einschlafen in dem Film, da gehe ich nicht rein. Und das Positive war menschenverachtend, weil dann dachte ich, da geht es um was, das wird wahrscheinlich stimmen. Da wird so das Leben gezeigt, wie es ist, das interessiert mich. Aber atmosphärisch dicht wollte ich nie. Wobei, was er meinte, ist ja auch, dass ein Filmfestival auch quasi so ein Vermarktungstool sein kann. Und wieso nicht ja. Bei Ihrem Film? Nee, wie gesagt, also die ausländischen Gäste in Berlin würden da nicht mitkommen, weil zu viel geredet, da bin ich fest von überzeugt. Wir haben es auch gar nicht versucht, da angenommen zu werden, weil auch gerade mit der Firma Konstantin Film, die sind schon eher bekannt für weniger für Festivalfilme, sondern für, sagen wir, erfolgreiche Kino, kommerzielle eine Auswertung. Und denen ist völlig egal, was fällt. Also Festivals ist kein Vermarktungstool mehr, außer für Arthouse. Also wenn so kleinere Filme, auch aus Rumänien, ich meine das nicht abwertend, überhaupt nicht. Da gibt es einen kleinen Markt dafür und da hilft natürlich ein Berlinale-Preis. Aber ich bin mir sicher, der hat auch nicht so sehr geholfen, also was die Auswertung angeht. Bitte? Er ist ins deutsche Kino gekommen. Ja, klar. Und wahrscheinlich war er erfolgreicher als Schoßgebete, das gebe ich auch gerne zu. Also ich bin auch Lehrerin und ich bin auch Theaterlehrerin unter anderem und bei mir ist es so, wenn wir proben, dann entwickelt sich viel bei den Proben und ich denke, wenn Sie mit Leuten wie Anke Engelke arbeiten, könnte es ja auch sein, dass von ihr dann noch einige Ideen mit reinkommen. Wie viel ist denn dann wirklich Ihr eigenes Drehbuch und was entwickelt sich beim Proben selbst noch? Da hat sich diesmal nicht so viel entwickelt, weil ich ja während der Theaterarbeit schon gemerkt habe, was funktioniert. Also wir haben ja jedes einzelne Wort auf die Goldwaage gelegt, da schon. Dann gab es viele Vorführungen, die ich gesehen habe im Gripstheater. Also die Dialoge, wie sie da waren irgendwann, wie sie sich rauskristallisiert haben, das war so sattelfest, da konnten die Schauspieler gar nichts, da wusste ich genau, was ich wollte. Und die haben am Anfang versucht, können wir das nicht so sprechen? Nee, wir haben es natürlich versucht. Und dann haben die aber gemerkt, nee, ist nicht so gut wie das, was eigentlich auf dem Programm stand. Insofern ist es eine Ausnahme gewesen. Normalerweise probe ich und improvisiere ich auch gerne mit den Schauspielern zusammen, aber diesmal nicht. Ich habe auch eine Frage noch. Sie haben vorhin was gesagt, was mir irgendwie nicht aus dem Kopf geht, dass Sie, wenn Sie drei Flops hätten, dann wäre es quasi vorbei. Und jetzt heißt die Reihe ja, was tut sich in deutschen Filmen? Und wenn ich mir vorstelle, zum Beispiel in Frankreich gäbe es einen Regisseur, der ähnlich viele Erfolge gefeiert hätte wie Sie. Der könnte 20 Jahre Flops machen und kann immer noch Filme machen, habe ich so das Gefühl. Wie beurteilen Sie diese deutsche Filmlandschaft? Krankt es da an irgendwas, das wirklich jetzt Sie unter solchen Druck setzt, wie Sie es geschildert haben? Naja, ich muss, also ein bisschen Koketterie war schon dabei, muss ich ja auch zugeben. Man kann nicht immer, glaube ich, Filme machen, die keinen Interesse. Es gibt sogar Leute, die können das. Ich sage jetzt keine Namen, aber. Wo ich mich wundere, wo hat denn der wieder das Geld für den Film her? Das ist doch nie jemand interessiert. Also es gibt so Leute, die, ich weiß nicht, Ausstrahlung, Überredungs... ich hatte immer den Anspruch, also Film ist ja Geschmackssache auch, ja, und ich hatte immer so den Anspruch an mich selber, dass ich ungefähr weiß, was so ein Publikum auch sehen will.
Ja, wenn ich das mal verlieren sollte, dann würde mir das auch keinen Spaß machen. Dann würde ich auch irgendwie den Platz auch frei machen für andere, ja, und würde sagen, okay, ich kann es nicht mehr. Ich werde nicht verhungern, also ich kann ja immer noch andere Dinge tun, Theater, Fernsehen, Werbung, aber Kino habe ich wirklich den, da möchte ich einfach auch ein Gespür haben oder ein Gespür behalten, was ich mal hatte, nämlich so beurteilen zu können, ob das kinotauglich ist, was wir da machen. Und es hat nichts mit der Größe eines Films zu tun, also natürlich ist die Päpstin kinotauglich, weil das sieht aus wie, sieht halt aus wie ein Kinofilm und ist nach einem Bestseller. Aber ich möchte gerne beweisen, dass auch so ein kleiner Film wie dieser hier einen Nerv trifft. Und wenn mir das nicht mehr gelingt, dann müssen andere das machen. Also ich finde, das ist kein Schlusswort. Nee, das ist definitiv kein Schlusswort und es ist herausragend gelungen. Das wollte ich auch nochmal dazu sagen. Also deswegen bin ich sehr zuversichtlich, dass wir noch viel sehen werden. Gibt es noch weitere Fragen von Ihrer Seite oder auch Anmerkungen? Das ist kein Schlusswort, das fiel schon. Also nein, wir können nee, so nicht aufhören. Eine Frage muss noch sein. Ich kann auch morgen ausschlafen. Das ist, Was sind die Beweggründe von einem Film, ja, ich bin da selber geboren und aufgewachsen, wahrscheinlich deswegen. Deswegen ein Heimatfilm. Da ist noch eine. Oh, es gab gute Ruhrgebietsfilme. Bang Boom Bang fand ich zum Beispiel super. Oder Theo gegen den Rest der Welt. Sie sagen gar nichts mehr, weißt du? Kennen Sie jede Menge Kohle auch? Ja. Auch. Sie haben jetzt gesagt, dass sowohl Super Vibe als auch Schoßgebete irgendwie ein Flop war. Inwiefern ist das jetzt kommerziell gemeint oder inwiefern spiegelt das auch Ihre Meinung über den Film, also wie der Ihnen gefällt, wieder? Ich fand Schoßgebete relativ gelungen und ist leider gefloppt, weil das ist, man kann es eben, da hat mich mein Gespür verlassen, das hat die Leute doch nicht interessiert. Es war der viel bessere Film als der Film Das Super Vibe, der war aber ein großer Erfolg. Und so habe ich alles durch. Also ich habe gute Filme gemacht, die schlecht liefen. Ich habe schlechte, die gut liefen. Ich habe schlechte, die schlecht liefen. Und ich habe gute, die gut liefen. Und es gibt noch eine Sache, die auch interessant ist. Sie haben einige der führenden deutschen Schauspieler quasi entdeckt. Das kann man auch so sagen, wenn man auf ihr Werk guckt. Macht das in irgendeiner Weise auch vielleicht stolz? Oder macht es das einfacher, vielleicht auch zu arbeiten mit denen? Ja, stolz weiß ich nicht. Also ein bisschen schon. Also und schön ist es dann, wenn die dann auch noch wissen, irgendwie Jahre später, wenn die das auch nicht vergessen, die Schauspieler dann. Das sind aber wieder die wenigsten. Dann letztendlich ist es dann doch anders, aber ist auch nicht so schlimm. Und es macht es einfacher für mich insofern, weil viele auch gerne mit mir arbeiten, weil sie dann auch wissen, ah, das dauert jetzt nicht bis in die Puppen, der ist immer früh fertig, es gibt gutes Essen am Set. Wenn es die berühmte Insel gäbe und Sie müssten einen Film aus Ihrem eigenen Werk mitnehmen, welcher wäre das? Ich würde Das Wunder von Bern mitnehmen. Verstehe ich, ja. Und wenn man noch einen anderen dazu nehmen könnte, von jemand anderem. Vielleicht hätten Sie den gerne. Wenn ich noch einen anderen dazu nehmen würde, dann würde ich Kleine Haie mitnehmen. Meine Firma heißt ja auch Little Shark Entertainment, nicht Super Wife Entertainment. Das. Wir wollen aber nicht, dass Sie auf eine einsame Insel gehen, sondern wir hoffen, dass Sie einen ganz großen Erfolg mit diesem Film haben werden, der ab Donnerstag nächste Woche in den Kinos zu sehen sein wird. Und es ist vor allen Dingen wichtig, dass möglichst viele vor allen Dingen am ersten Wochenende reingehen, denn das ist meistens wichtig für die Kinos. Deswegen, wenn Ihnen der Film gefallen hat, sagen Sie es unbedingt weiter. Ich glaube, das ist in Ihrem Sinne. Na klar, wem es nicht gefallen hat, wem es nicht gefallen hat, der soll lügen und sagen, super. Genau. Wir sagen ganz, ganz herzlichen Dank für den wunderbaren Film und das tolle Gespräch. Sönke Wortmann, meine Damen und Herren.
Dankeschön. Gott.